Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Prognose in FIFA 14. Und ich muss mich vorerst einmal kurz entschuldigen, dass am 18. Spieltag jetzt keine Prognose kam. Ich hatte sehr, sehr wenig Zeit die letzte Woche und auch ehrlich gesagt, das bisschen Zeit, was ich hatte, hatte ich dann auch keine Lust auf FIFA. Bei mir ist das mit FIFA immer so, dass ich immer nur dann Lust auf FIFA bekomme, wenn ich auch gerade irgendwie Fußball geguckt habe. Deswegen waren die letzten Prognosen so auch meist nach dem Champions League oder DFB-Pokal oder direkt nach dem Spieltag davor aufgezeichnet, weil ich immer dann Lust bekomme, wenn ich so ein Fußballspiel sehe, dann denke ich immer, boah, jetzt FIFA spielen. Und weil ich in der Winterpause auch überhaupt kein Testspiel und so weiter verfolgt habe, hatte ich auch überhaupt keine Lust, keine Ahnung. Und dann jetzt, als der erste Spieltag war, hatte ich plötzlich wieder so einen Drang, FIFA zu spielen, dass ich jetzt auch gleich das erste, was ich aufnehme. Die Prognose ist, wie gesagt, am 18. Spieltag konnte keine Folgen, deswegen keine Prognose kommen, weil ich, wie gesagt, wenig Lust, wenig Zeit und so weiter und so fort. Deswegen nehme ich jetzt einfach das Nachholspiel von 17. Spieltag, was ja nicht stattfinden konnte, wegen der Club-WM, an die der FC Bayern München teilgenommen hat und gewonnen hat. Die war ja parallel, deswegen konnte ja da nicht das Spiel stattfinden. Und deswegen einfach Nachholspiel. Und ja, wir spielen mit den Bayern, weil ich jetzt das letzte Mal auch FIFA gespielt habe, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Also so circa, ja, einen Monat bis anderthalb Monate her. Seitdem habe ich wirklich kein FIFA mehr gespielt. Und einfach mal, um so ein bisschen reinzukommen, ich habe auch kein Testspiel und nichts gemacht, einfach um so ein bisschen reinzukommen, werde ich das jetzt hier nochmal mit den Bayern machen, damit wir so ein bisschen reinkommen. Und das nächste Spiel wird dann aber auf jeden Fall mit Augsburg sein, dass wir dann jede Mannschaft durchhaben. Das heißt, Partieprognose zum 19. Spieltag wird Augsburg gegen Werder Bremen sein. So, Shaqiri ist zwar schön und gut da links, aber wie machen wir denn das? Ja, dann muss ich eigentlich wohl da übel Robben auf links setzen, weil Müller ja dann rechts spielt und ich bringe dann die Götze mal für Kroos. Ich steile das hier mal so ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob Ribéry bis dahin wieder komplett fit ist und wieder spielen darf oder nicht. Schweinsteiger auf jeden Fall nicht, soweit ich weiß. Bart Stuber ja auch immer noch nicht. Das ist aber auch klar. Der, selbst wenn er wieder fit wäre jetzt komplett, dann müsste der auch erstmal wieder ein paar Trainings erhalten, mit Abbewehren überhaupt in Frage zu kommen. Weil er immerhin 2 Jahre ohne Spielpraxis, ne? Ja, Martinez kann ich einwechseln, Heubier kann ich einwechseln, Groß, Shaqiri, Pizarro, das passt, das passt, das passt. Und ich muss mal kurz gucken, ob hier eventuell noch Kommentare, Kommentatoren an sind. Weil die sollen uns hier nicht reinlabern. Nein, der Kommentator ist aus. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als in die Partie zu starten. Und ja, ich bleibe bei der Schwierigkeit Weltklasse, auch wenn ich jetzt wieder seit anderthalb Monaten nicht gespielt habe. Ich denke mal, mit Bayern gegen Leverkusen gegen Stuttgart natürlich, sollte man auch auf Weltklasse ohne viel Übung was reißen können. So, dann starten wir mal. Stuttgart gegen Bayern. In Stuttgart natürlich. Und die Vorrederei, da können wir uns weg ersparen und können einfach mal direkt starten. Robben auf der linken Seite ist natürlich jetzt etwas gewöhnungsbedürftig, weil nicht nach innen ziehen und so weiter und so fort, aber es funktioniert schon mal ganz gut. Thiago holt sich den Ball. Thiago kann flanken, aber die Flanke war nicht gut. Wenn der da den gut positionierten Mandzukic getroffen hätte, dann hätte das schon mal eine ganz gefährliche Situation werden können, hier im ersten Angriff des Spiels. Rafinha. Ja, gut gemacht von Rafinha. Aber hat ihn nicht mehr rechtzeitig bekommen. Einwurf für den VfB Stuttgart. Oh, gut gemacht von Thiago. Jetzt legt sich Mandzukic den Ball bereit. Thiago leitet direkt weiter auf Robben. Konterchance für den FC Bayern. Robben sieht oben Thiago. Aber Thiago ist jetzt nicht unbedingt der kopfballstärkste Spieler. Deswegen kommt er da auch nicht unbedingt ran. Aber ein guter Start der Bayern. Aber auch Stuttgart will sich hier nicht verstecken. Kommt bislang aber nicht an der Abwehr vorbei. Müller. Thiago wieder. Götze, ja, momentan hat er einen Lauf. Dafür, dass er am Anfang halt so ein paar Probleme mit Verletzungen und so weiter hatte, hat er sich dann jetzt aber super schnell eingefunden. Oh, Robben! Stark gemacht von Alaba auf der Seite. Und dann, ja, Ulreich mit der Parade. Ja, und Götze hat sich jetzt so eingefunden, natürlich, wenn Götze jetzt im Moment nicht in einem Spiel nicht ein Tor macht und nicht an einem weiteren Tor beteiligt ist, dann ist schon irgendwas schief gelaufen. Also der ist ja momentan in einer herausragenden Form und sticht sogar bei den Bayern ein bisschen hervor. Das beweist dann all den Kritikern, die meinten, ja, Götze passt nicht in das Bayern-Schema und so weiter und so fort. Blödsinn, so ein Spieler wie Götze passt in jedes Team. Und das zeigt er jetzt auch.
mehr als genug. So. Bayern hinten weiterhin stabil. Und vorne weiterhin auf Angriff getrimmt. Jetzt mal ein unnötiger Ballverlust von Mandzukic, was eventuell meine Konterchance bringen könnte für den VfB Stuttgart. Aber der momentan so formstarke Boateng hinten auch sicher und lässt hier erneut nichts durch. Stuttgart werkelt weiterhin am ersten Angriff für sie in dieser Partie. Vielleicht jetzt, nein, wieder an Boateng hängen geblieben. Und die Bayern jetzt schnell nach vorne. Mandzukic vorne, aber ganz allein gelassen. Allein gegen 5 oder so. Das wird schwierig jetzt. Ah, nein. Den kommt Thiago nicht. Oh, aber Götze holt sich den zurück. Götze holt sich den zurück. Und jetzt schnell nach vorne. Nein. Da hat Philipp Lahm nicht mit gerechnet, dass Mandzukic den direkt weiterleitet. Und jetzt Robin, der arbeitet auch nach hinten mit. Der hat beim letzten Mal nicht von Anfang an gespielt. Und das hat den ganz schön gewurmt. Und der will sich jetzt hier natürlich beweisen. Aber jetzt ein richtig guter Ball auf Mandzukic. Mandzukic wird im letzten Spiel ausgesetzt. Nicht mal mit dem Kader wegen schlechten Trainingsleistungen. Und hier will er sich natürlich beweisen. Jetzt ist aber erstmal abgepfiffen. Ich denke mal Offensivfoul. Und nachträglich die gelbe Karte für Rafinha. Wofür das? Hierfür nicht. Das war das angebliche Offensivfoul, was eigentlich gar nichts war. Man sieht die Szene nicht, wofür Rafinha jetzt gelb bekommt. Naja, wird schon seinen Grund haben. Boah, stark gemacht von Alaba. Die Bayern lassen wirklich defensiv überhaupt nichts zu. Also Stuttgart weiterhin hier in der 26. Minute ohne Chance, ohne einmal in den Bayern-Strafraum vorgedrungen zu sein, ohne einmal überhaupt in die Nähe des Tors kommen zu können, ohne dass man von 4, 5 Spielern zugestellt wird. Also Bayern macht das defensiv ganz stark und offensiv kommen sie auch immer wieder nach vorne. Nur der letzte Tick, der fehlt noch. Jetzt vielleicht mal mit Thiago, könnte eine Flanke bringen auf Mandzukic, springt er auch unreich dran. Mandzukic als erstes 1:0. Und da beweist sich Mandzukic doch schon wieder, dass er momentan für den FC Bayern noch unverzichtbar ist. Man hat ja Lewandowski zwar schon für den Sommer verpflichtet, aber der ist ja noch nicht da. Und bis dahin braucht man halt noch einen vernünftigen Stürmer vorne drin, der am richtigen Punkt steht, der kopfballstark ist, der körperlich präsent ist. Und das können halt die ganzen Techniker wie Götze, wie Thiago, wie was weiß ich da alles, wie Groß. Die können das halt jetzt nicht so extrem gut, wie ein Mandzukic oder Lewandowski das können. Und deswegen kommt er auch immer wieder zum Zug und er zieht auch immer wieder seine Tore. So, Mandzukic da auf jeden Fall mit dem 1:0. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er nicht spielen wird gegen Stuttgart von Anfang an. Vielleicht wird er, wenn er jetzt sich jetzt im Training ein bisschen gebessert hat, mal zwischendurch reinkommen. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher, weil die Worte von Guardiola waren ja doch ziemlich eindeutig. Und das ist, glaube ich, mal so eben mit 1, 2 Tagen Training nicht wieder getan. Aber ich habe mir trotzdem aufgestellt, weil ich spiele sehr, sehr ungern mit keinem vernünftigen Stürmer vorne drin. Klar, mit Bayern geht das. Also hätte ich Müller nach vorne getan, der ist ja auch ziemlich abschlussstark. Dann hätte ich da halt gute Bälle auf den gebracht. Aber ich finde es halt beim Zug trotzdem wesentlich angenehmer. Mit Lewandowski wird es dann wahrscheinlich eh nicht laufen. Ah, schade. Oh, gut abgeblockt von Götze. Ball kommt nochmal zurück. Mandzukic. Mandzukic zieht einfach mal ab aus der zweiten Reihe, abgefälscht. Aber Ulreich ist da. Eventuell wäre Robben da noch rangekommen, wenn Ulreich da nicht schnell aus dem Kasten gekommen ist. Deswegen hat er da gut reagiert, die Situation gut analysiert. Und den Ball geholt. Stuttgart versucht hier weiterhin zum ersten Angriff des Spiels zu kommen. Hier, das war mal ein Schussversuch. Mit so einem halben Seitfallzieher außerhalb des Strafraums überhaupt keine Gefahr. Ging noch nicht mal auf den Kasten, noch nicht mal annäherungsweise auf den Kasten. Damit hat man Manuel Neuer jetzt aber hier seinen ersten Ballkontakt gehabt und das nach einem Abstoß. Also das sagt eigentlich schon die momentane Präsenz des FC Bayern, sowohl offensiv als auch defensiv. Stuttgart hat hier bislang noch nicht so viel zu sagen. Jetzt vielleicht mal Abdelaue. Gleich das 1:0 erzielt beim letzten Spieltag. Ist ja von Hannover 96 gekommen im Sommer und hat seitdem noch nicht so viel gerissen. Eventuell jetzt ja.
da war mein Zug jetzt noch dran. Ball kommt aber so oder so zum Gegner und da hat Robben aber gut nachgesetzt, bringt seiner Mannschaft den Einwurf ein. Aber muss warten, bis der andere Ball im Aus ist. Jetzt ist er im Aus und kann dann dem Gegner den Ball schenken. Und die sind 2 gegen 1, aber Boateng kann nun mal auch ein 2 gegen 1 gewinnen. Und klärt hier immerhin noch zum Einwurf. Sogar für das eigene Team. Das war jetzt ein sehr, sehr schlechter Einwurf von Alaba. Da hätten wir denen jetzt beinahe die erste Torchance geschenkt. Und jetzt aber mal der erste Schuss. Und jetzt auch die erste Parade von Neuer. Das erste Mal, dass er eingreifen muss. Und auch wieder ja, so ein kleines Missverständnis da hinten in der Defensive. Aber Boateng nach wie vor stark. Robben wirft sich dazwischen. Robben hat den Ball. Und jetzt ab nach vorne. Alaba. Ganz vorne ist Müller. Und ganz oben läuft noch einer. Aber den konnte er nicht anspielen. Das müsste wahrscheinlich Mandzukic gewesen sein. Hätte ich jetzt hochgespielt gleich. Aber so weit kam es ja nicht. So, die 4 Minuten Nachspielzeit sind auch gleich rum und die sind jetzt rum. Wir gehen mit dem Pausenstand von 1:0 für den FC Bayern in die Halbzeit. Wenn es dabei bleiben würde, dann würden die Bayern jetzt mit 13 Punkten Führung in ja, den 19. Spieltag starten. Das heißt, die Bayern müssten 5-mal patzen noch in der gesamten Rückrunde, damit überhaupt irgendjemand rankommen könnte und dafür müsste der Hauptverfolger, also Leverkusen, auch alle 5 Spiele, also alle Spiele gewinnen und dann müsste der Bayern, FC Bayern trotzdem noch 5-mal patzen. Das ist so unrealistisch, dass man eigentlich wirklich schon, wenn Bayern dieses Spiel hier gewinnt, den Meister eigentlich schon fast ausrufen könnte, weil man dachte, letzte Saison wäre das schon eindeutig gewesen, aber das sieht ja dieses Mal noch eindeutiger aus. Nicht, weil der FC Bayern so viel besser spielt, sondern einfach, weil die Konkurrenz so viel mehr Punkte liegen lässt. Also beim letzten Mal hatte man ja Dortmund noch mit einem ebenso mit einem ähnlich guten Verfolger hinten dran. Die haben zwar ab und zu mal gepatzt, aber die meisten Spieler doch am Ende gewonnen. Aber momentan ist es ja wirklich so, jeden zweiten, dritten Spieltag patzt da hinten mal Leverkusen und Dortmund. Damit kann Bayern ja quasi jeden Spieltag seinen Vorsprung weiter ausbauen. Deswegen, wie gesagt, wenn sie das hier gewinnen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern überhaupt noch 5 Spiele patzen sollte. Und selbst wenn sie es tun sollten, klar, kann ich mir nicht vorstellen, dass Leverkusen und oder Dortmund jedes Spiel gewinnen sollten, was jetzt noch kommt. Also, ich denke mal, diese Saison ist in Sachen Meisterschaft schon gelaufen. Es geht jetzt halt noch um die europäischen Plätze, um die restlichen. Mandzukic! Und der sah gar nicht mal so schlecht aus. Reich noch mit der einen Faust dran und es gibt den Eckball. Götze. Boateng. Etwas hoch. Etwas hoch. Bayern weiterhin nur mit der 1-0-Führung, auch wenn man nach wie vor keine wirkliche Torchance des Gegners zugelassen hat. Bei sowas ist es ja teilweise nur eine Situation. Und schon hast du hinten den Ausgleich drin. Bislang, wie gesagt, lassen die beiden überhaupt nichts zu defensiv. Immer wieder gute Klärungsaktionen wie diese hier, aber es muss halt nur ein einziges Mal was nicht passen. Und schon hast du das 1-1. Der VfB Stuttgart traut sich jetzt auch etwas mehr, mal öfter flanken, mal etwas öfter die Bälle nach vorne. Das kam in der ersten Halbzeit alles gar nicht. Jetzt halt etwas häufiger, aber immer noch nicht wirklich gefährlich. Jetzt Robben mal wieder, Robben! Robben zieht ab! Und Ulreich. Auch wenn der Winkel extrem schlecht war, aber Robben hat einfach so einen verdammten Hammer, sage ich mal, teilweise drauf, dass ich dem sogar das zugetraut habe. Jetzt aber erstmal Wechsel beim VfB Stuttgart. Leitner geht raus, Quist kommt dafür rein. Leitner ja von Dortmund ausgeliehen, glaube ich. Ja, und nächste Ecke. Götze, Mandzukic, 2-0. So geht das und so kann der FC Bayern hier auch quasi schon die Entscheidung bringen. Es ist halt, ja, wie gesagt, noch keine Torchance, noch keine annäherungsweise Torchance für den VfB Stuttgart. Einmal musste Neuer parieren und das auch aufgrund so einem halben individuellen Fehlers und auch dann war noch nicht mal sicher, ob der überhaupt reingeht, selbst wenn Neuer nicht pariert hätte. Und die Bayern machen jetzt vorne das 2-0. Wieder Mandzukic. Diesmal nach einer Standardsituation. Das müsste es gewesen sein.
wenn jetzt hier nicht ganz Verrücktes, wenn jetzt hier nichts ganz Verrücktes passiert, dann sollte der FC Bayern dieses Spiel hier nach Hause bringen. Aber da ist auch schon die erste Chance. Was ist denn hier los? Ibisevic bekommt den Ball da irgendwie. Dann bekommt Boateng den Ball irgendwie, aber spielt dann so halb zurück zum Torhüter, sodass der nicht vernünftig kriegt und so weiter und so fort. Aber dann ist Neuer noch zur Stelle und kann sich das Ding greifen. Beinahe wäre es schon passiert hier. Ganz großes Gewusel da hinten im Bayern-Strafraum und plötzlich stand es dann da schon mal fast 1:2. Götze. Immer noch Götze jetzt. Das war einer zu viel, den sich da vorgenommen hat. Wollte so ein bisschen die Robben-Taktik nehmen. Nach innen ziehen, dann abziehen. Aber in dem Fall hat es nicht funktioniert. Dante. Stabiler als in der Rückrunde. Schon im Spiel gegen Gladbach und auch hier wieder. Und jetzt ist Mandzukic und Spider mit dem Dreierpack unterwegs. Etwas zu hoch. Der will sich heute beweisen. Der will dem Trainer beweisen, ich kann's. Und ich könnte auch noch ein wichtiger Faktor sein, wenn Lewandowski da ist. Jetzt gibt es aber erstmal einen Wechsel bei den Bayern. Götze ist etwas erschöpft, dafür kommt Groß rein. Und dann gucken wir mal, ob der eventuell noch den einen oder anderen Distanzschuss da reinsammeln kann. Also Götze raus, Groß rein. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so machen können. Rafinha, Müller, die rechte Seite heute bislang sehr blass geblieben. Sehr wenig zu sehen, zumindest offensiv von denen. Rafinha hat auch wenig zugelassen hinten. Aber offensiv wenig zu sehen. Jetzt aber mal der Flanke von Rafinha und da der angesetzte Fallrückzieher von Mandzukic. Hätte er vielleicht eher auf Kopfball gehen sollen. Wäre vielleicht mehr Ball rausgekommen. Oh, Mandzukic, den kriegt er. Der ist gut im Kopfball. Jawohl, das habe ich gesehen. Jetzt Rafinha, Rafinha! Abgeblockt. Riesenchance für den FC Bayern, hier das den endgültigen K.O. zu setzen. Aber Rafinha ist nun mal nicht der Goalgetter schlechthin. Schießt er den Gegenspieler an. Und deswegen steht es hier weiterhin nur 2:0. Stuttgart versucht jetzt immer häufiger mit Flanken. Und deswegen nähern sie sich jetzt zumindest auch mal immer mehr dem Tor an. Aber so wirklich angekommen ist so eine Flanke auch bislang noch nicht. Ja, Thiago wird immer wieder gut geschickt, aber immer wieder fehlt das so der letzte Ticken, entweder bei ihm oder bei dem Pass, dass er da was mit ausrichten könnte. Jetzt Robben. Robben. Ist das ein Foul oder nicht? Eher nicht, würde ich sagen. War ein bisschen zu schwach gerempelt, klar, hat es Robben aus dem Lauf gebracht, aber bin ich bei dem Schiedsrichter für ein Foul zu wenig. Jetzt aber Müller. Thiago. Wieder Müller. Jetzt geht mal was über rechts. Nach der Aktion von Rafinha eben merken die Bayern, dass auch was über rechts gehen kann. Müller, Mandzukic, abgefälscht und knapp vorbei. Nächste Ecke. Groß macht die jetzt. Den habe ich doch überhaupt nicht gesehen, als der wieder eingewechselt hat. Philipp Lahm. Arjen Robben. Abgefälscht, nächste Ecke. Und jetzt wechseln die Bayern auch nochmal. Robben hat jetzt erstmal Feierabend. Dafür kommt der Shaqiri rein. Und dann können wir den Holbjerg auch noch bringen für Thiago, aber dafür geht Lahm ein Stück weiter nach vorne. So. Wechsel getätigt. Ecke kommt. Groß, Mandzukic, 3:0. Hattrick von Mario Mandzukic. Und der VfB Stuttgart sollte ein bisschen Standardsituation trainieren, zumindest in der Defensive. In der Offensive konnten sie sich ja noch nicht beweisen. Aber jetzt schon das zweite Mal, dass Mandzukic, klar ist der Kopfball stark, aber trotzdem das zweite Mal, dass der da vorne ja zum Kopfball kommt und das Ding einnetzt. Da sollten die Stuttgarter etwas besser aufpassen. So kann Mandzukic halt das dritte Ding für ihn machen heute. Und damit auch das 3:0. Und damit den K.O.-Treffer, den endgültigen K.O.-Treffer für Stuttgart! Ah, schade. Wäre beinahe angekommen. Und weiterhin keine vernünftige Torchance für den VfB Stuttgart. Gelingt es ihnen zumindest gegen Ende nochmal eine Torchance rauszuspielen? Die Bayern wurden ja der ganzen Hinrunde schon, ja, immer und immer wieder sehr, sehr konstant, sehr gut und was weiß ich. Aber ab und zu hat man immer wieder Abwehrpatzer, individuelle Fehler hinten gesehen. Und sieht so aus, als würde man die heute mal komplett vermeiden wollen. Das am besten bis zum Schluss.
Ob das gelingt, sehen wir noch. 3 Minuten sind noch zu spielen. Mandzukic, Müller. Guter Doppelpass. Müller auf dem Weg nach vorne. Mandzukic läuft oben mit, ist aber gedeckt von 4 Personen. Müller muss selbst abziehen und verzieht dann leicht. Ja, Kakao kommt jetzt nochmal für Ibisevic für die letzten 2 Minuten, aber viel ändern sollte das auch nicht. Eventuell will der VfB Stuttgart hier nochmal den Ehrentreffer setzen. Aber im Resultat sollte das Ganze nichts rütteln. Auch wenn ich, wie gesagt, mir ziemlich sicher bin, dass Mandzukic in diesem Spiel nicht spielen wird oder zumindest erst spät eingewechselt wird. Es sei denn, es passiert noch irgendwas verletzungstechnisch, aber ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Oh, jetzt die erste Ecke für Stuttgart. Hier der Prognose hat er auf jeden Fall einen Dreierpack gemacht. Mal sehen, ob er in echt überhaupt ran darf. Deswegen glaube ich nicht, dass er in echt auch einen Dreierpack machen wird. So, Groß nochmal auf Mandzukic. Der hat aber gar nicht mehr so viel Energie, dass der nochmal so einen Riesensprint absolvieren könnte. Müller, unten ist Holbjerg. Bekommt den Ball nicht. Groß, der hat einen guten Distanzschuss abgeblockt. Philipp Lahm gewinnt da beinahe noch ein Kopfballduell, aber jetzt ist es offiziell. Es ist vorbei. Der FC Bayern München gewinnt 3:0 durch einen Hattrick von Mario Mandzukic. 2 Tore davon durch Ecke gefallen. Einmal hat die Götze reingeschlagen, einmal hat die Groß reingeschlagen. 1:0 war, glaube ich, auch ein Kopfball. Ja, genau, da hatte der Ulreich den etwas unglücklich nach vorne abgewehrt und Mandzukic liegt da am höchsten. Also 3 Kopfballtore, 3-mal Mandzukic. Ja, und damit endet die erste Prognose im Jahr 2014. Allerdings nicht für den 18., sondern noch für den 17. Spieltag, wie gesagt. Tut mir leid am Ende, aber links eindeutig für den FC Bayern München. Wir gucken uns nochmal kurz die Spielerbewertung an. Da sieht man, dass Mandzukic ganz klar vorn. Mit einer 9,7, ansonsten Alaba mit der 8,0 und Neuer mit der 8,3 direkt dahinter. Und ansonsten alles so 7er bis 6er Wertung, also alles im gesunden Mittelmaß. Und ja, die Stuttgarter gar nicht so schlecht bewertet. Aber trotzdem halt ein paar 5er, ein paar 6er dabei, keine einzige 7. Ja, am Ende halt verdient für den FC Bayern, wenn man die Statistik anguckt. Ballbesitz nicht ganz so dominant wie in echt, aber ja, 11:3 Torschüsse und 16:5 Schüsse insgesamt sagt es, glaube ich, schon aus. Ich weiß auch gar nicht, was für 3 Torschüsse die da meinen. Vielleicht so ein paar Kopfbälle, die Neuer aus der Luft schon gefangen hat. Weil eine einzige Parade, an die kann ich mich erinnern von Neuer. Ansonsten noch ein paar Flanken, die er abgefangen hat, wie gesagt, am Ende. Aber naja, das war die Prognose zum 17. Spieltag. Das folgt die zum 19. Zum Wiederholungsspiel vom 17. Spieltag war das natürlich. Stuttgart gegen Bayern. Und ihr werdet wahrscheinlich am gewohnten Termin so, natürlich jetzt höchstwahrscheinlich wieder jeden Donnerstag eine Bundesliga-Prognose. Diesen Donnerstag wird die Partie Augsburg gegen Bremen stattfinden und dann haben wir jede Mannschaft einmal gespielt und danach kommt halt immer die Partie, so wie jetzt schon, auf die ich halt gerade Bock habe oder auf die gerade passt, was weiß ich. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bei den anderen Videos und so weiter und so fort. Trainerkarriere kommt auch bald wieder, aber naja, bis dann und auf Wiedersehen.